Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ihr seid bei Sonja von Kreativ mit Sonja. Ich bin unabhängige Demonstratorin für Stampin' Up! Produkte und zeige euch immer wieder gerne, was ihr damit alles Schönes basteln könnt. Heute habe ich eine Karte für euch im Stil Flower Power. Und wie wir die machen, das zeige ich euch am besten, indem ich euch jetzt umdrehe und wir dann basteln. So, da ist sie nochmal, unsere Karte. Ich muss dazu sagen, eigentlich, also es ist nicht so ganz meine Idee, nicht eigentlich, es ist nicht ganz meine Idee. Ich habe an einem Insta-Hop teilgenommen, der stand unter dem Motto Flower Power. Erst war es ein anderes Thema, das ist kurzfristig geändert worden. Und als ich dann gehört habe Flower Power, dachte ich, oh Gott, jetzt schon wieder Blumen. Du hast die ganze letzte Zeit irgendwas mit Blumen gemacht, jetzt sollst du schon wieder Blumen machen. Ja, dann ist es, fand ich das Thema erstmal nicht so schön. Und dann fiel mir Flower Power als Flower Power Bewegung ein. Und ja, dann kam so mein Gedächtnis ins Spiel. Ich habe irgendwann mal im letzten Jahr bei Stampin' Official diesen so einen Flower Power Bus gesehen. Und habe mich auch erinnert, dass ich auch im letzten Jahr so eine ähnliche Karte gesehen habe im Internet. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr bei wem und habe es auch nicht mehr gefunden. Und ja, darum konnte ich es jetzt leider oder kann ich es jetzt leider nicht mit angeben. Wir werden heute so eine ähnliche Karte machen. Übrigens, wenn ihr euch über meine Stimme wundert, ich bin so ein bisschen erkältet. Aber ich dachte mir, das Video schaffe ich trotzdem. Hoffe ich, dass es auch klappt. So, nun zu dieser Karte. Ich habe einmal benutzt diesen Bus. Der ist, wie gesagt, in dem Celebration Set aus dem letzten Winterkatalog. Ich überlege gerade, ob es nicht sogar schon der vorletzte war. Ah nee, es war der letzte. Da ist er halt drin, auch in dem Set auf Spritztour. Dann werden wir weiter heute benutzen den rustikalen Strauß. Ich habe dann auch mir schon das Grundpapier zugeschnitten. Und zwar brauchen wir Farbkarton in Grundweiß. Diesmal in Längs, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, weil die Karte geht nämlich wieder so rum aufzuklappen. Finde ich auch immer mal eine sehr schöne Abwechslung zu den ganzen Hochkantkarten. Dann brauchen wir dafür eine erste Mattung in Nachtblau in 10x12, Entschuldigung, in 10x14,2. Dann brauchen wir darauf nochmal eine Mattung in Minzmakrone in 9,5x13,8. Und für die Innenseite nachher erste Mattung in Minzmakrone in 10x14,3 und die zweite Mattung in Weiß, damit man wieder gut drauf schreiben kann, in 9,5x13,8. So wird es dann nachher werden. Dann brauchen wir noch so ein bisschen Designpapier. Und zwar habe ich mich da entschieden für Rustikal Floral aus dem jetzt aktuellen Mini-Katalog. Ich glaube, Seite 9 haben wir das. Da haben wir, das ist eigentlich so ein, naja, so ein Valentinsset. Aber man muss das ja nicht bloß so zum Valentinstag nutzen. Da habe ich jetzt auch ganz persönlich eher nicht so sehr die große Beziehung zu, aber das Papier ist wirklich wunderschön. Wir haben also einmal hier das mehr so in Blütenrosa gehaltene, mit einer schönen blauen Rückseite. Dann das etwas dunklere. Da werden wir hier die Rückseite benutzen. Dieses Papier hier mit den tollen Herzchen habe ich ja dann hier für die Streifen benutzt. Ach hier, und das ist übrigens das erste bei dem Bus, was wir gesehen haben. Das ist dieses Papier.
Das mit den Herzen hat auch so eine schöne Rückseite mit auch lauter so kleinen Herzchen drauf. Mit diesem Fahrradpapier werden wir heute dann arbeiten. Und zwar brauchen wir da drei Streifen. Hier habe ich auch schon so vorbereitet. Vier Streifen. Die habe ich dann auch schon so vorbereitet. Zeige ich euch aber nachher nochmal. Auch eine wunderschöne Rückseite. Und dieses blaue Herzchenpapier, das werden wir für den Bus nehmen. Hat auch eine schöne Herzen, Rückseite in richtig dunkel, also in Blutrot. Eins habe ich euch noch nicht gezeigt. Drehe ich jetzt mal um. Das hier, das ist nämlich auch wunderschön. Das ist auch, da gibt es auch die Handstanzen dazu. Kann man wunderschön gleich fertig ausstanzen und das hat dann so eine gestreifte Rückseite. Jo, packe ich das erstmal flink wieder weg, damit es mir nicht runterfällt. So, ich habe ja schon gesagt, wir brauchen einen Streifen Designpapier. Und zwar kommt natürlich immer drauf an, ob ihr jetzt hier so eine Dreierteilung nehmen wollt, wie ich es hier habe, oder eine Viererteilung. Ich habe das jetzt einfach mal in der Viererteilung gemacht. Jetzt habe ich ganz vergessen, mir das Maß aufzuschreiben. Ich habe also hier 10,9 cm mal 8 cm mir eine schöne Stelle aus dem Papier ausgesucht. Das ist tatsächlich auch gleich so der Rand gewesen. Und dann habe ich allerdings an der oberen Seite noch mal ein kleines bisschen abgeschnitten, so ein Müh, ne? Weil da der weiße Rand breiter war, als das hier unten möglich ist. Und das teilt er dann gleichmäßig in vier Teile. Das ist so bei 2,756. Ich habe jetzt 2,7 und ein bisschen genommen, na, damit das dann einigermaßen hinkommt. Und was wichtig ist, ihr müsst euch die Reihenfolge dieser Teile merken. Bei den Fahrrädern ist das ja relativ einfach. Wenn man jetzt ein anderes Muster hat, muss man gucken, dass es dann passt. Ne? Hier seht ihr das auch, die beiden Herzchen gehörten zusammen. Also mit einem relativ einfachen Muster ist es auch schon, einfach zu machen. Ansonsten legt ihr euch das einfach so hin, wie ihr es beschnitten habt und hofft, dass es nicht verdaddelt. So, dann brauchen wir weiter einen Streifen in 1,5 mal 13,8. Dann brauchen wir noch wieder so Herzchen. Die habe ich mir jetzt gestanzt mit der mit den Herzensstanzen. Da haben wir ja einmal diese glatte. Und einmal die gezackte. Die weiße habe ich, für weiß habe ich natürlich die glatte genommen, weil wir das ja da in die Mitte machen. Ich habe mir jetzt vorsichtshalber in Marineblau und in Babyblau mal so ein Herzchen gestanzt. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, welches wir tatsächlich benutzen werden. Jo, und dann brauchen wir noch einmal den gestempelten Bus auf Grundweiß und ausgestanzt. Entschuldigung. Und einmal brauchen wir den Bus auf dem Designpapier, wo das Muster dann da drauf sein soll. Den in Weiß, wie gesagt, habe ich schon mal ausgeschnitten. Den anderen schneide ich jetzt aus. Ach so, ja. Und dann kann man das natürlich, könnt ihr euch noch auswählen. Ich habe ja hier tatsächlich überall das Designpapier benutzt, außer an den Scheiben. Man kann das natürlich auch so machen. Ich habe das jetzt mal hier mit dem älteren Designpapier gemacht, dass ihr das auch aufstempelt und hier einfach an der Stelle gerade durchschneidet. Und dann das Mittelteil koloriert und das Dach auch wieder gerade abschneidet und draufsetzt. Das wäre eine Möglichkeit.
Wir machen heute eine andere, nämlich diese, so dass wir hier nur die Scheiben separat haben. Das heißt, wir schneiden das erstmal aus. Mit möglichst wenig Rand. Also gestempelt habe ich natürlich in Memento, habe ich vergessen zu sagen. So, dann schneiden wir mal den Bus aus. Hier braucht ihr das nicht so genau machen, könnt ihr eigentlich in einem Schnitt durchmachen hier an der Lampe. So, hier wieder möglichst dicht an der schwarzen Linie schneiden, weil ja das Muster da drüber weitergeht. Und das sieht dann so ein bisschen komisch aus. Bei dem weißen Bus ist es eigentlich Schnurps, ne? Weil da ist ja dahinter kein Muster, aber hier bei dem farbigen solltet ihr das schon möglichst genau an der Linie schneiden. So, sind wir wieder hier hinten angelangt und das sind wieder so Fummelarbeiten und so kleine Stellen, da fällt es nachher tatsächlich nicht auf. So. Dann nehmen wir uns einen Cutter. Jetzt muss ich das mal hier mal ein Stück wegschieben. Entschuldigung, ich muss immer zwischendurch mal nochmal husten. Und schneiden hier die Fenster raus. Mal gucken, ob man das schon anheben kann. Können wir noch nicht. Also hängt es hier noch irgendwo an irgendeiner kleinen Stelle. Meistens sind es ja hier die Eckpunkte. So, dann haben wir das erste Fenster schon draußen. Im zweiten machen wir das genauso. In der ersten Variante, wenn ihr also nicht nur die Fenster rausschneidet, sondern diesen gesamten Mittelteil, hat das natürlich den Vorteil, dass es sich ein bisschen leichter schneiden lässt. Man muss also hier nicht diese Fummelarbeit machen mit dem Fenster. Aber der für mich entscheidende Vorteil für diese Variante ist, das werdet ihr nachher sehen, wenn ihr es geklebt habt, dass es doch mehr so ein bisschen in Richtung 3D geht, wenn wir die Fenster rausschneiden. Also das sieht dann schon schicker aus. So, und hier müsst ihr jetzt tatsächlich aufpassen, dass ihr möglichst diesen Rand hier stehen lasst. Also rechts und links von der gestempelten Linie schneiden. So, irgendwo hängt er noch. Da hängt er noch. Da hängt er auch noch. Hier. Aber das ist so das geringste Übel, würde ich meinen, dass es hier jetzt hängt. Genau hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die Linie auch tatsächlich stehen lassen. So, seht ihr? Und schon haben wir unseren Bus fertig. Ach, Entschuldigung. Ich versuche das schon zu unterdrücken, aber geht nicht immer. So, was wir jetzt machen, wir kolorieren erstmal den Bus. Auf dem weißen Papier. Und zwar nehmen wir da für die
für die Scheiben. Jetzt mal gucken, ob ich den richtigen hingelegt habe. Ja, genau, für die Scheiben nehmen wir Minzmakrone in hell. Entschuldigung, hell Aquamarin. Das war es nämlich. Hell Aquamarin. Können wir dann. Meine ist an der Spitze schon so ein bisschen. Habe ich nicht so gut mitgearbeitet in der ersten Zeit. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung von. Und darum ist das jetzt hier bei mir so ein bisschen schwierig. So, aber was ich sagen wollte, dieses Hell Aquamarin, das sieht nämlich schon sehr ähnlich aus wie so Glas. Also das ist so meine Lieblingsfarbe, um Glas zu kolorieren. Dann könnte man natürlich das mal hier noch ein bisschen verstärken, immer noch mal ein paar Mal drauf, so an einer Stelle. Es gibt dann einen klein wenig dunkleren Farbton und das macht die Sache dann noch so ein bisschen authentischer. So, und was machen wir noch? Wir nehmen das Anthrazit, da nehme ich allerdings den Marker, auch mit der Pinselspitze. Und dann koloriere ich die Räder. Aber nur wirklich die Außenseite, den äußeren Teil von dem Rad. So schön aufpassen, dass er hier an die Stempellinie ran koloriert. So hier auch. Wenn er jetzt so wie ich hier da ein bisschen mit dem Stift drüber kommt, ist das an der Stelle kein Problem, weil wir da nämlich mit dem Schwarzen den inneren Kreis ziehen. Und da müssen wir da sowieso drüber. So, das war das eine. Das ist das andere. So, das Mittelteil von dem Rad lasse ich jetzt mal noch offen. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher, wie ich das machen möchte. Jetzt hatte ich meine Pinzette vergessen. Und jetzt kleben wir nämlich erstmal den Bus zusammen. Ich nehme dafür Flüssigkleber, ich nehme den Tombow. Könnt ihr natürlich machen, Hochhilfe, wie ihr mögt. Könnt ihr jetzt hier auch so kleine Streifen vom Klebeband dran setzen, obwohl ich das wirklich sehr aufwendig finden würde. Also wie gesagt, meine erste Wahl ist sowieso meistens der Tombow. Hier müsst ihr allerdings wirklich ein bisschen vorsichtig sein am Rand. Es muss ein bisschen Kleber drauf, aber sehr wenig. So, dann kleben wir das gute Stück übereinander. Die guten Stücke kleben wir übereinander und schieben sie uns noch so, dass es gut passt. Dass es dann deckungsgleich wird. So. Und jetzt können wir uns noch überlegen, wie wir das zu Ende kolorieren. Ach, ich bin ja was blöd. Wir hätten die Räder natürlich mit wegschneiden müssen. Ach nee, seht ihr, das kommt davon, wenn man nicht so ganz auf dem Posten ist. Natürlich schneiden wir die Räder mit weg. So, und weil wir das jetzt nicht gemacht haben, muss ich das hier nochmal, nehme ich auch noch einen falschen Stift, nochmal kolorieren. Aber ihr seht, hätte ich jetzt nicht gedacht, das geht auch ganz gut. Dadurch, dass das ja hier
dunkel ist. Aber jetzt haben wir natürlich hier jetzt nicht mehr so schön den 3D-Effekt. Das ist natürlich blöd. Also vom Kolorieren her ist es wurscht. Aber vom 3D-Effekt ist es jetzt schade, dass der hier nicht so schön ist. So. Und hier auch noch. Na, ja, das hätte mir auch mal eher auffallen können. Aber das kommt davon, wenn man Videos dreht, wenn man nicht ganz auf dem Posten ist. So, und jetzt genug gejammert. Jetzt legen wir das erstmal beiseite und wir widmen uns unserer ersten Mattung. Mal gucken, dass wir die richtige nehmen. Ja. Erste Mattung in Minz Makrone. Und zwar habe ich die auch noch ein bisschen bestempelt. Und zwar nämlich habe ich mir dafür aus dem Set Rusticala Strauß hier diese kleinen Blümchen rausgeholt. Diese. So, das sind ja Klarsichtstempel. Und weil die eben nicht so weich abdrücken wie die ablösbaren Stempel, müssten wir da diese Stempelmatte, also diese ja, Stempelmatte drunter setzen. Und da wir jetzt zusätzlich über den Rand hinaus stempeln werden, lege ich mir auch die Silikonmatte noch darunter. Und dann brauchen wir Stempelfarbe in Minzmakrone. Und wir stempeln jetzt einfach mal so ein bisschen am Rand lang. Also hier so in dem Dreieck und da in dem Dreieck. Ich möchte dann aber auch noch hier so kleine Herzchenstempel dazwischen setzen. Das heißt, mal schön ein bisschen Platz lassen zwischendurch. Dann hier oben nochmal. So. Braucht er ja tatsächlich nur so am Rand entlang machen, weil ja nachher, ihr seht das hier, die Papierstreifen drauf sitzen, ne? Hier noch ein. So, machen wir die mal gleich sauber. Und dann nehme ich mir die Herzchenstempel. Irgendwie schiebe ich heute ständig den Tisch. Ich weiß auch nicht. Da haben wir also hier noch diese Herzchenstempel. Einmal haben wir nur die Umrandung. Werden dann halt so. Und dann haben wir noch mal richtig flächige Herzchen. Und da sitzen wir auch noch ein paar drauf. Das reicht eigentlich. Da noch eins. Da noch eins. Und jetzt reicht es aber. So, dann sind wir mit der Stempelei erstmal fertig. Und dann können wir diese Auflage. Mit dem Krümel drauf, auch gleich weiter bearbeiten. Wir hatten uns ja dann hier diese
Streifen geschnitten. Die verteilen wir jetzt mal so gleichmäßig da drauf. Mit einem schmalen Rand zwischendrin. Ich sehe gerade, die Schnittkante hier gefällt mir noch nicht. Die guckt noch so hoch. Muss ich mal ein bisschen runterdrücken. Das entsteht, wenn man das Papier andersrum legt, als man es geschnitten hat. So, mal gucken, dass das so einigermaßen gleich ist. Und damit das dann auch tatsächlich gleich wird, richte ich mir das jetzt hier mal an dem Karo-Papier so ein bisschen aus. So ein Stück höher, dass es gleich wird. So. Genau, und dann können wir... Oh, das sollte natürlich liegen bleiben. Und dann lege ich mir hier das Lineal an als Kante, wo es dann geklebt werden soll. Genau. Ja, dann fangen wir am besten mit einem der äußeren an. Da können wir jetzt wieder nehmen und ein Klebemittel eurer Wahl. So, dann nehmen wir den anderen äußeren. Na. Ich weiß genau, dass die Flasche nicht leer ist. Die veralbert mich jetzt gerade bloß. So, darauf achten, dass es schön gleichmäßig wird jetzt hier von den Rändern. Dass es gerade ist. Ja, und dann können wir die inneren Teile einkleben. Und vor allen Dingen darauf achten, dass wir die Fahrräder jetzt auch nicht etwa auf den Kopf stellen. Das wäre dumm. Es würde dann gleich nicht mehr schick aussehen. Wäre zwar lustig, aber nicht schick. So, und hier schön in die Mitte. Super. Dann nehmen wir uns unseren Streifen, der ist bei mir ein bisschen größer, weil das so ein Restpapier war. Da gehen jetzt zwar hier diese ganzen schönen Blumen verloren, aber ja, irgendwas ist ja immer, würde mein Sohn jetzt sagen. Kleben wir dann auch auf. Ach, ich dachte, was ich jetzt hinlegen. Ich habe noch einen kleinen Tattrich. Ja, die Erkältung, die hatte mich ganz schön im Griff. Das ist jetzt schon wieder alles nur noch Pillepalle. Ich habe also tatsächlich hintereinander weg Taschentücher, also benutzte Taschentücher weggeschmissen. War nicht so lustig. So, dann gucken wir, dass wir das auch wieder am besten uns wieder so legen, dass wir das ausrichten können hier am Papier, also an der Unterlage am karierenden Papier, dass wir das auch gerade kleben, gucken, dass es so einigermaßen mit dem Muster hinkommt, nicht, dass jetzt hier so ein halbes Blümchen rausguckt oder so. Prima. So, dann kann ich meins jetzt hier kürzen. Entschuldigung. Ja, und dann können wir die Mattung auch schon, also diese erste oder zweite Mattung, die obere Mattung, sagen wir das so, können wir die obere Mattung dann auch schon auf die untere aufsetzen. Ah, dass ich das an den Rädern vergessen habe, das ärgert mich total. So, schön mittig nach Möglichkeit.
Na, schon wieder voll geschmiert. So, dann nehmen wir uns unsere Grundkarte, die wir geschnitten haben. Die hatten wir, habe ich noch gar nicht gesagt, bei 14,8. Bei 14,85 gefalzt. Und dann falten wir die wieder. Ihr wisst, hoffe ich, wenn wir die Falzlinie so nach unten gehend haben, dass wir die dann nach außen wieder zusammenfalten. Das heißt, wir falten die eingedrückte Kerbe von der Falzlinie praktisch wieder glatt nach oben. Sozusagen. So. Und dann können wir das auch schon wieder aufkleben. Also diese Idee mit dem Bus finde ich wirklich total super. Wir haben also so einen schönen Flower Power Bus ohne viel Aufwand. So, wenn er die Karte jetzt aufklebt, passt auf, dass er sie richtig rumlegt. Also für mich ist das Kartenformat so ein bisschen ungewohnt, weil die meisten Karten mache ich eigentlich im Hochformat. Und selbst wenn ich welche mit einer Deckung im Quer habe, habe ich sie meistens anders lang aufgeklappt. Obwohl ich die jetzt so wirklich sehr schick finde hier, dieses Format. So, jetzt müssen wir uns nochmal mit unserem Bus beschäftigen. Und zwar müssten wir uns jetzt mal entscheiden, wie wir die, wie nennt sich das, die Schutzbleche machen. Und das würde ich jetzt tatsächlich mit Babyblau machen. Ja, das sieht gut aus. Ich habe Babyblau in hell. Ich hatte mir das Dunkle noch hergelegt, weil ich noch nicht so genau wusste, ob ich das in hell oder dunkel nehme. Aber hell ist ausreichend. So, den kleinen Auspuff, da mache ich auch in blau. Dann haben wir ja hier noch diese kleinen Lichterchen. Da nehme ich jetzt Glutrot. Also, nehme ich jetzt beide Glutrot. So, dann ist der Bus auch fertig. Der ist natürlich noch nicht fertig, weil wir hier in der Mitte noch in Minzmakrone diese, weiß gar nicht, heißt das hier auch Felgen? Naja, die malen wir hier auch noch aus. So, aber jetzt ist er fertig. Könnte man natürlich auch in Babyblau machen. Aber mir gefällt das jetzt so besser. Ja, und jetzt kommt also der Punkt, an dem wir tatsächlich oder mal entscheiden müssten, ob wir jetzt lieber, ob ich das lieber in Nachtblau nehme, das Herzchen. Ich muss das mal auflegen. Oder ob ich das in Babyblau nehme. Passend zum Bus. Ach, wenn wir nicht mit dieser Entscheidung wären. Aber ich glaube, mir gefällt das besser, weil wir dann auch den Bezug haben zum Rand. So, dann kommt hier natürlich wieder unser Sprüchlein drauf. Hier bei der Karte hatte ich den Spruch aus dem SAB-Set Mut und Glück. Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu wagen. Ich hole euch das mal kurz noch. Das wäre also dieses Set. Das ist also eigentlich so ein bisschen da, um so ein bisschen ja, um Mut zu machen, um aufzubauen. Ne? Aber diesen Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu wagen, fand ich eigentlich auch ganz nett für die Flower Power Bewegung. So, und jetzt hier bei dem geht es ja nicht so vordergründig um Flower Power. Da werde ich den Spruch nehmen aus dem rustikalen Strauß. Freundschaft ist Herzenssache.
Ne? Und hier, ich lege jetzt wieder die Matten drunter. Die Silikonmatte brauchen wir jetzt nicht, weil wir ja nicht über den Rand hinausstempeln. Und ich werde auch in Nachtblau stempeln. Ich stempel mir das immer erstmal woanders ab, um zu gucken, ob es funktioniert. Super. So, gucken wir mal, dass wir das einigermaßen gerade kriegen. Das ist für mich immer so ein bisschen tricky. Ah, ich bin zufrieden. So, und dann kommen hier auch noch so ein paar kleine Herzchen drumherum. Na, der ist noch nicht sauber, der Stempel. Kleinen Moment. So. Und dann nehme ich auch wieder diese kleinen Herzchen. Ja, falsch. Den. Ja, da lege ich jetzt doch mal. Ne, brauchen wir nicht. Hopp, das ist der erste. Na, wenn die Herzchen jetzt in einer anderen Farbe als rot sind, dann kann man das auch gut so tatsächlich als Freundschaftsherz benutzen. So, also finde ich jedenfalls. Den Stempel brauchen wir noch. Ja, dann haben wir das auch. Dann werde ich das hier noch ein bisschen kolorieren, wieder in Blütenrosa. Jetzt natürlich eigentlich der falsche Stift, weil ich ja mit einer wasserlöslichen Stempelfarbe gestempelt habe. Und jetzt auch einen wasserlöslichen Stift nehme zum Kolorieren. Da muss man aufpassen, dass man nicht an die Ränder kommt, ansonsten lösen die sich nämlich. Die bessere Wahl wäre eigentlich hier mit den Blends zu kolorieren. Aber bei dem kleinen Teilchen habe ich mir jetzt gedacht, das geht mal so. So, und dann können wir das auch schon aufkleben. Der Kleber will mich tatsächlich veralbern heute. So. Und ihr seht, dass ich das immer mit einer Pinzette mache, weil ich das einfach besser platzieren kann. So. Dann kann die Matte weg. Ja, und jetzt können wir das auch aufkleben. Wir müssen uns das mal so ein bisschen hinlegen, wie wir das am besten haben wollen. Ich mag das dann immer ganz gerne, wenn die Objekte irgendwie einander berühren. Das heißt, der Bus kommt dann natürlich hier so hin, sowieso auf diese Art Herzensstraße, und das Herz sollte dann auch hier so ein bisschen auch auf diese Straße gehen, auf diesen Streifen. Ja, dann können wir uns ja schon die... Ah, das mit den Rädern ärgert mich gerade schon wieder. Das war echt dumm. So. Dann können wir das hier runterfummeln. Mir fällt gerade ein, ich könnte euch noch mal da noch was zeigen. So, den Bus. Und das Herz. Und zwar, wem das zu fummelig ist,
diese Folie da abzumachen. Er kann das auch mit diesem Aufhebhelfer wunderbar hinkriegen. Einfach ein bisschen reinstechen, nach oben ziehen und schon sind diese hässlichen Folien ab. So. Dann kleben wir das mal auf. Supi. Dann kümmern wir uns erstmal hier um den Innenteil. Da brauchen wir nochmal wieder die Stempelmatte. Und zwar möchte ich hier in den Innenteil nochmal diese kleine Blume setzen. Jetzt möchte ich sie aber nicht einfarbig haben. Und darum koloriere ich sie allerdings mit den Markern. Das könnt, was ich jetzt mache, könnt ihr auch gut, also beim Stempeln nachher mit dem Stemperatus machen, wenn ihr mögt. Aber wenn die Farbe jetzt hier tatsächlich, muss ich das mal hier drunter machen, damit man das Stempelmotiv besser sieht. Wenn die Farbe jetzt tatsächlich nicht kräftig genug ist, würde ich in dem Fall ausnahmsweise mit den Markern nochmal hinterhergehen. So, hier müssen wir so ein bisschen aufpassen. Wir haben so kleine Pünktchen. Und dann haben wir hier Blättchen. Und wir haben Herzchen. Das war jetzt nicht, wie die Herzchen unbedingt grün machen. Und die Pünktchen auch alle treffen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Falsche Seite. Noch ein Herz. Hier ist noch ein Herz. Und hier ist auch noch ein Herz. So, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Das Stempel war jetzt hier nämlich so in die Ecke. Natürlich nicht so schön geworden, aber wie gesagt, entweder könntet ihr jetzt das mit dem Stemperatus machen, dann klappt es besser. Oder aber wir nehmen jetzt einfach mal den Stift und malen noch ein bisschen nach. Und in dem Fall würde ich das jetzt mal so machen. Jetzt tatsächlich ein bisschen nachmale. Die kleinen Pünktchen sind auch nicht so toll rausgekommen. Das Herzchen machen wir auch noch mal ein bisschen nach. Aber das muss ja auch nicht so gleichmäßig sein von der Farbe und darum mag ich das jetzt hier eigentlich trotzdem ganz gerne. Und hier bei den Blüten würde ich tatsächlich mal so ein bisschen so ein paar Stellen noch mal andeuten. So. So würde mir schon vollkommen reichen. Wo habe ich denn jetzt den Aufhebhelfer? Der liegt hier irgendwo rum. Da. So, wenn wir das haben, dann können wir das auch aufkleben. Ich glaube, die Flasche Tombo und ich wären keine Freunde, wenn der weiter so macht. Dann setzen wir das gestempelte Blatt also auf das in Minzmakrone als Mattung auf. Na, außer hier. Hier muss ich noch mal ein bisschen die Falzlinie nachziehen. Na, sowas kommt immer davon, wenn man Blätter nicht, also so Blattteile, die man sich herstellt,
nicht gleich aufbraucht und beim nächsten Mal dann wieder teilt und dann nicht darauf achtet, wie rum das Blatt vorher im Schneidbrett gelegen hat. So, aber dann können wir hier auch schon unsere Mattung an die Karte setzen. Ja, aber zum Glück können wir uns hier da immer behelfen. So, kommt das einmal hier rein. Möglichst mittig natürlich. Und sind wir auch schon fast fertig. Fast deswegen, weil ich zum einen jetzt hier noch so ein Glitzersteinchen draufsetzen muss, unbedingt. Ja. Und dann nehme ich mal, welches nehme ich denn? Das in Blau oder das in, was habe ich denn hier genommen? Habe ich das genommen? Ja, ich glaube, ich nehme das jetzt auch wieder. Das Blaue passt nicht ganz so toll. Nehmen wir das. Und das gehört übrigens zu den selbstklebenden Pailletten in Pastelltönen. Ist jetzt auch aus dem aktuellen Mini. Das könnte vielleicht noch ein Stückchen weiter hier rüber. Ja, da klebt es besser. Obwohl, das ist ja auch eigentlich vollkommen egal, dass man einen Zentimeter oder einen Millimeter hier rüber oder darüber sitzt. Ist ja eh immer so Geschmackssache. Ja, eigentlich fertig. Aber mir fehlt noch ein bisschen Glitzer. Auch wenn es jetzt eher eine blaue Karte, also eher wahrscheinlich eine Männerkarte wird. Auch. Würde ich jetzt trotzdem mit dem Wink auf Stella hier nochmal den blauen Rand nachziehen. Und das habe ich deswegen nicht vorher gemacht, weil sich das nämlich wunderbar macht, wenn das Herz durch die Dimensionals so ein bisschen höher liegt. Dann kommt man da nämlich viel besser ran. So. So. Und denn, als wäre das nicht genug. Ach, ich überlege gerade hier bei der Karte, habe ich tatsächlich den Bus, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sieht, auch so ein bisschen mit Glitzer versehen. Aber ich glaube nie. Bei der Karte hier verzichte ich darauf, da machen wir das mal nicht. Hier ist mir schon die Kappe abgegangen, weiß gar nicht warum. So, da reicht das einfach mal so. Ja. Dann sind wir mit unserer Freundschaftskarte zum Thema Flower Power auch schon fertig. Ja, von den Fahrrädern sieht man jetzt noch nicht mehr so viel. Naja, aber das mit den Blümchen und also man sieht es schon noch. Ja, und letztlich kommt es ja auch so ein bisschen auf die Blümchen an. So, dann drehe ich euch mal wieder rum. Mal gucken, ob das hier hält. Tatsächlich, es hält. Oh, nee, es hält doch nicht. Falschen Knopf gedreht. Oh, jedes Mal neue Wunder. So, aber jetzt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dass es mit der Stimme einigermaßen ging und die Hösterlein nicht so schlimm waren. Denkt daran, wenn ihr das nachbastelt, die Räder von dem Bus im Stempel, im Designpapier auch auszuschneiden. Das ärgert mich tatsächlich. Gut, ich hoffe trotzdem, dass es schön war für euch. Ich freue mich, dass ihr mir bis hierher gefolgt seid. Ich würde mich über einen Kommentar sehr freuen, über einen Daumen hoch sehr freuen. Noch viel mehr natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und euch die Glocke aktivieren würdet, damit ihr keinen meiner Beiträge verpasst. Ansonsten findet ihr mich natürlich auf Instagram, auf Facebook und natürlich auf meinem Blog.
Auf dem Blog gibt es dann auch die Auflistung der Materialien, die ich benutzt habe und auch nochmal die Maße. Alles unter Kreativ mit Sonja, also ganz einfach. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Sonja.